Ja, wie sieht's denn hier aus mit den Zombies? Das Übliche. Mein Bogen ist kaputt, scheiße, ich kann nicht mehr schießen. Oh ja, da erwähnst du was. Einen Bogen. Welches Level habt ihr da schon? Ach komm, mach gleich zwei. Und ich kann keinen machen. Kann Bogen mal gescrappt Warum werden? Nicht? Leg mal einen auf den Boden. Also ich habe jetzt einen mit Level 99 und mit Level 100. Klingt doch Falls gut. ihr einen guten Bogen braucht. Ich glaube, die sind passabel. Ich weiß gar nicht, was mir fehlt, um eigentlich einen Bogen zu machen. Hast du einen auf den Boden gelegt für mich? Warte, ich schmeiß dir einen hin. Warte, jetzt habe ich mir selber einen gemacht. Was für einen Wert hat er? Achtung, hinter dir! Zack! Hinter dir! Ich Bewegung, kann nichts machen. Ja, ich kann ja nicht, ich bin gefriest. So, ich friest immer gleich. Friest ihr auch immer? Ja. Nach einem ordentlichen Schlag ist man erstmal betäubt. Da steht ja auch immer, you are stunned. Ja, ich bin auch fast tot, leider. Also wenn mich jetzt noch einmal jemand hittet, bin ich tot. Bluten tust du nicht, oder? Ich habe zweimal Essen, wenn jemand will. Oh, ich bin gerade am Verdursten. Ich könnte. Ich habe keine Pfeile. Gläschen Wasser. Da kommt, ja. Da kommt Zombies. Wo kommt ihr denn her? Mann, nein. Haha. Sind die jetzt auch tot oder nicht? Die sind tot. Ich habe nochmal. Ja gut, die waren schon vorher tot, aber toter als tot. Ich muss jetzt mal dreckiges Wasser hier trinken liegt und hoffe. Wasser. Einfach, frisches Wasser. Oh, das lecker Wasser. Wo, davon nehme ich gerne noch was. Nee, jetzt hab ich. Oh, spät. Also Mere, ich kann dir was droppen. Warte, hier. Es kommt Bist ein du da? Zombie. Jo. Moment, hey, warum kann ich das denn jetzt nicht so? Oh, lecker, danke. Oh, sogar vier Flaschen hier, nice. Da. Zombie von links, hinter dir, Robert. Aufpassen. Ich hab ihn, zack. Ich würde sagen, dann gehen wir in dieses Haus rein, weil wir hier die ganze Nachbarschaft abgemetzelt haben. Jo. Altes Sandwich. Kann man altes Sandwich essen? Ja, beim ersten Mal, wenn du sogar keinen negativen Effekt bekommen hast, mir sogar ist ein übel. Zweites Mal. Mir ist übel. Lieber nicht mehr. Ja, dann nur einmal. Da musst du warten, bis die Übelkeit weggeht. Aber das kannst du ab und zu mal machen. Schmutziges Wasser trinken oder ein Sandwich dir reinhauen. Das bringt halt den Effekt, dass das die anderen Nahrungsmittel spart. Hier ist auch noch ein Zombie irgendwo. Okay. Musst du aufpassen. Echt? Draußen, oder? Oh, ich habe was für euch gefunden. Ein Fernseher? Nee, ein grünes Muskelshirt. Extra für Jungs. Oh, Bild. Ich hab noch ein Bild. Erstmal die ganze Dekoration mitgenommen. Oh, ich hoffe, man hört den Hund hier nicht in der Aufnahme bellen gerade. Ich glaube, hier gab es nochmal einen Weg zum Dachboden. Ich bin mal in diesem Haus gewesen. Also jetzt habe ich Glaskrüge. Jetzt könnte ich Wasser auffüllen. Fronttür. Kommt mal mit zur Fronttür. Oh, Eingangstür. Jo. Ich bin hier noch am Looten. Na komm, Pfeil, nachladen und schießen. Sauber. Ja, Lenfi muss nochmal einen draufsetzen und zündet den ohnehin schon toten Zombie nochmal an. Sie setzt Zeichen. Ich wusste gar nicht, dass du so brutal drauf bist. Wenn ich die Painkillers hier nehme, kriege ich dadurch wieder Leben? Weil ich sehe das hier nirgendwo. Schmerzmittel. Nee, war. Sieht nicht danach aus. Gut. Dann nehme ich sie erst gar nicht. So, wollen wir da mal rein? Oh. Als Effekt gibt es halt Schmerzen, die kannst du damit unterdrücken. Ah, okay. War doch jetzt schon oben? Ich muss mir gerade eine neue Steinaxt machen, meine ist kaputt. Moment. Also ich höre hier gerade verdammt viele Zombies, kann das sein? Ach man, was mache ich denn hier gerade? Ich höre einen Hund. Kann das sein? Ein Hund ist ganz übel. Dann würde ich sagen, wir flüchten, solange wir noch können. Ich habe keine Axt mehr. Oben. Flüchtet ihr schon, oder? Nee.
Ich weiß gar nicht mehr, wo ihr seid. Also seid ihr schon alle geflüchtet. Okay, dann renne ich. Nein, ich bin im Haus. Nein, noch im Haus. Warte doch mal. Mehr. Ach so. Nicht so schnell. Ich suche hier noch. Spiritus habe ich gefunden. Oh oh. Hund? Ja, definitiv Hund. Also ich bin dafür, dass wir jetzt mal die Biege machen, oder? Oh Gott, Hund. Ich komme nicht raus. Der Hund läuft im Abmarsch. Er hat mich. Oh Gott, ist der schnell. Ja, den zu treffen mit dem Bogen ist übel. Das sollte man echt mit Nahkampfwaffen probieren. So, 25% noch. Super. Wie, der ist nicht tot? Lenfi setzt alles in Brand. Das ist so genial. Hat doch jemand eine Binde? Ich habe keine Axt mehr, Mensch. Irgendeine Heilungsmöglichkeit? Nee, ich sterbe ja auch gleich. Nö. Ich habe auch nichts. Ich blute hier ein wenig aus. Oh. Kann man sich nicht Verbände machen aus ganz normalen Stofffetzen? Oh, was habt ihr gemacht? Ja, Robert hat sich auch mal hingelegt. Hallo, aufwachen. Was ist passiert? Ich warte jetzt einfach mal hier bei deinem Rucksack, weil mein Inventar ist voll. Ich kann dein Stuff nicht mehr tragen. Wo ist denn dein... Boah, was hast du denn alles? Aber ich versuche ein bisschen was mitzunehmen, was vielleicht wichtiger ist. Na, warte mal, ich muss mich auf wichtige Sachen konzentrieren. Ja, oder Robert kommt noch mal schnell hergerannt. So weit sind wir ja gar nicht weg. Ja, ich kann leider nicht alles mitnehmen. Warte mal, ich kann Unwichtiges von mir rausschmeißen. So, dann kann ich noch ein bisschen Holz und Stein farmen. Da habe ich noch Platz für. Das ist Wichtigere. Wir warten hier auf Robert, dann kann er seine Überreste zusammenkratzen. Na, ein paar Sachen habe ich erstmal eingepackt. Bevor sie auf einmal doch irgendwie weg sind. Die guten Sachen. Naja, ich verstehe. Na, Robert ist ja auch nicht gleich um die Ecke. Boah. Ja, 2,3 Kilometer. Ja, du bist voll weit weg, wollte ich gerade sagen. Und ich verhungere gerade, glaube ich. Echt? Ich habe gedacht, das ist ja alles so um die Ecke. Oh, ich bin auch am Verdursten. Und verhungern. Ich habe euch auch genügend da gelassen. Viel Spaß damit. Ja, stimmt. Ich habe ja hier Trinken und Essen. Warum fasten, wenn alles da ist? Also ich kann dir hier ein paar Blaubeeren fallen lassen, Marzino. Soll ich dir hinwerfen? Marzino? Ich habe mal Blaubeeren voll Füße, genau. Ja, warte. Ich trink mich gerade mal hoch, damit ich noch mal schnell zum Fluss rennen kann, bevor es dunkel wird. Und mal hier noch die anderen leeren Gläser auffüllen kann. Da habe ich nämlich jetzt noch mal ein paar. So, ja, Essen ist immer gut. Essen nehme ich gerne entgegen. Brauchst du? Okay, dann komm her, dann lass es dir fallen. Ich muss nochmal hier schnell den ganzen Stuff einsammeln, den ich hier liegen lassen habe. Jo. Schmeiß hin. Moment. Den Beutel. Cool. So. Ja, merci. Bitte. Jetzt muss ich nur nochmal irgendwas scrappen, ne? Was kann ich denn scrappen? Hier die Blue Shorts, oder? Ne, die will ich anziehen. Die blauen Shorts? Nee, Shorts will ich nicht anziehen. Ich habe gedacht, Jeans. So eine Frechheit. Dann scrappen wir das hier und das hier. Es ist aber auch schon 7:30. Denk dran. Ja, na, wir warten ja hier noch an deinen Sachen. Aber da kommst du nicht mehr hin, oder? Jetzt noch. Aber ihr habt ja das Wichtigste, oder? Ich muss dran vorbei. Warte mal, ich guck mal, ob ich irgendwie das noch besser hier machen kann. Ich weiß nicht, ist eine Bombardose gut? Keine Ahnung. Wie weit auf einmal 2 Kilometer sind? Ja, wenn man es eilig hat, man merkt's, ne? Ich versuche mal hier noch das Wichtigste irgendwie zu sortieren. Die Top-Pflanzen müssen auf jeden Fall mit. Habe ich mir auch so gedacht. Extra für dich eingepackt. Eben. Federn, ne? Spiritus. Ja, ich glaube, anders. Der Cowboy-Hut muss da bleiben. Das ist ja doch ein Bogen. Warum sind hier so viele Bogen? Pine-Seed braucht kein Mensch. Oh. Ja. So. Ich hab eine Schatzkarte. Ach, eine Taschenlampe, das wahrscheinlich auch gut war. Haben wir auch schon ein paar von. Taschenlampe? Also, du kannst mich auch mal ranlassen. Ich hab ein bisschen gescrappt. Okay, dann ich guck jetzt mal. Auch noch mal was mitnehmen. Lass ihn ran. Dann renne ich jetzt schon mal Richtung Heimat, damit mir nichts passiert. Oh, ein Hirsch. 20 Uhr war, glaube ich. Ja, ich renne schon. Bin am Rennen. Robert, bleibst du jetzt zu Hause? Ich bin ja nicht zu Hause, ist ja das Problem. Dazu hätte ich ja mal schlafen müssen, aber ich bin die ganze Zeit unterwegs gewesen. Nee, hier in der Base, Mensch. Ja, aber ich habe ja noch nicht im Schlafsack geschlafen.
Achso, okay. Ach, da ist die Brücke. Okay, ich renne noch mal schnell zur Brücke und tank noch mal hier die 5 Gläser auf. Ich hab ja Zeit. Ich werde wahrscheinlich so verrecken gleich, aber egal, wir sind mutig. Wisst ihr, dass es hier eine richtige Holzfestung gibt? Im Echt? Schneebiom? Oh, das ist cool. Renn mal eben dran vorbei. Meinst du zufällig so eine Holzfäller? So ein Holzfällerlager? Nee, so richtig mit Palisaden und Türmen und Eingangstor. Mhm. Okay, nee, das sagt mir nix. Klingt bitte ein bisschen nach Witcher 3. Ja, die haben hier aber auch so unglaublich viele neue Gebäude und Strukturen reingepatcht. Das ist schon... Oh, Bär. Also ich hab's nach Haus geschafft. Bär. Böser Bär. Feiner Hand. Hat er dich angegriffen? Ich wäre fast in ihn reingerannt, weil ich ihn nie gesehen hätte. Ich bin um die Ecke von so einem Haus gerannt und auf einmal so, ja, 4, 5, 6 Meter von einem Bär entfernt. Wir müssen auch aufpassen bei uns, ne? Bei uns läuft doch hier Lauf mal jetzt langsam los. Sonst schafft das auch nicht mehr. Ich bin zu Hause. Ich bin schon auf dem Heimweg. Ich renne. Ja, sehr gut. Ich bin da. Alles gut. Jetzt habe ich Esel mir aber gar keinen Map-Marker gesetzt, weil ich die ganze Zeit so beschäftigt war. Sollte ich nicht Wasser? Doch nicht. Naja, wir haben ja auch Zeit. Ich gehe mal ein bisschen spazieren. Ich kann nämlich eh nicht mehr rennen. Keine Puste mehr. Du bist schon zu Hause, oder was? Ich warte zu Hause auf euch gerade. Was ist denn, wozu braucht man denn Spiritus? Ja, lustige Abende. Kann man daraus was bauen, was denn? Zu desinfizieren. Ah, okay. Jo, der Nachhauseweg ist noch lange. Oh, okay, und ich habe nur noch eine halbe Stunde Zeit. Also wer ein wunderschönes grünes Muskelshirt will, muss nur an die Kiste gehen. Oh, das wird zu, du willst es doch selber tragen. Nein. So, und ich habe auch dein ganzes Zeug, Robert, ist auch in der Kiste drin, ne? Ja, ich muss erstmal hinkommen, ja. Hm. Huh, ich lebe. Knappe Nummer, ich komme gerade nach Hause. Und hier ist Lenfield. Wo ist Robert? Der ist noch nicht da. Ach, dem fehlt hier eine Bedroll, hä? Huh? Ja, das war... Das ist schlicht. Vor allem zu dieser Tageszeit. Naja, wenn du stirbst, dein Loot ist ja eh daheim. Kann ja nichts passieren, kann ja nichts schief gehen. Hab ich ja hergebracht. Ja, viel Spaß damit. So, dann einmal ducken, Landfear. Es wird spät. Ach, schon wieder. Ich wollte doch gerade die Top-Pflanzen aufstellen. So, ich war schöner mal die Wohnung hier. Ja, mit Eiern können wir auch was Leckeres kochen. Ah, da brauchen wir noch ein bisschen mehr, oder? Nicht nur Eier. Eier und Wasser bräuchten wir dafür. Bist du gerade an der Kiste? Okay. Ach, hier ist auch noch was. Gut, ja, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt müssten wir uns echt mal versuchen, eine Schmiede irgendwie hinzustellen. Das wäre eigentlich so für den Anfang gar nicht verkehrt. Warte, erstmal noch ein paar Pfeile craften und dann schmeiße ich das Holz weg. Einen Bogen und vielleicht nochmal eine Axt. Boah. Jo und Landfear, wie sieht's aus? Gefällt dir 7 Days to Die bis jetzt? Was sagt so dein erster Eindruck? Ich finde es ganz gut, muss ich sagen. Also mir gefällt's. Ist auch ziemlich ähnlich, finde ich, zu DayZ. Das ist durchaus spielbar. Nur mit netteren Mitspielern.
Warum habe ich denn jetzt ein Messer? Ach, das ist dein Messer, wa? Mein schönes Jagdmesser. Ja, viel kriegst Spaß du wieder. Damit. Nee, ich pack dein ganzes Zeug ist in der Kiste drinne. Das kannst du dir da alles wieder rausholen. Hattest du zwei Bögen dabei? Ich habe auf einmal so viele Bögen. Kann sein. Ich habe auch Vorrat gekraftet. Na, sind beide drinne, wenn du so brauchst. So, gut. Vielleicht sollten wir mal wieder Essen machen. Haben wir hier irgendwas rohes? Ja. Ich bin schon gerade dabei, hier das ganze Wasser abzukochen, das ich mitgebracht habe. Aber, wir haben kein Holz mehr. Ah, Mist, wir haben vergessen, das Ding auszuschalten. Wir müssen... Holz ist in der Kiste. Holz ist in der Kiste. Ja, wir müssen immer das Teil ausschalten, weil sonst verballern wir eine Menge Holz. Okay, das ist blöd. Naja, whatever. Hier das Holz rein und mal ein bisschen Wasser machen. Hast du Essen dabei? Wir essen? Ja, ich hab das Essen. Ich komme noch gerade nicht ran. Musst du mich mal reinlassen, dann kann ich es auch einstellen. Geh weg da. Okay. Ja, jetzt kannst du rein. Hier nicht mit der Keule drohen, alles ist gut. Du darfst doch. Ich würde mal sagen, wir könnten jetzt auch mal die Folge beenden, oder? Es ist ja jetzt schon später Abend. Wir haben ja gesagt, wir nehmen für den Anfang erstmal nur tagsüber auf, weil da sonst nachts, das ist ja nicht so prickelnd, wenn wir die ganze Zeit hier schleichen und craften. Und deswegen wollen wir das Ganze jetzt schon mal beenden? Willst du jetzt jedes Mal Hallo und Tschüss sagen? Wirklich? Keine Ahnung. Also ich würde es halt einfach jetzt mal, normal sage ich auch immer Hallo und Tschüss, aber ich würde es jetzt tatsächlich einfach mal laufen lassen. Fast schon. Ja, euer gut. Ist ja nicht ganz so schlimm, oder? Oder möchtest du immer, theoretisch, man kann auch einfach reinschnippeln, so ein persönliches Hallo und Tschüss am Ende, dass man sagt, so, die Folge ist hier vorbei, es geht gleich wieder weiter. Ja, man kann es ja auch im Endeffekt selber nochmal nachmachen und schneiden, das ist mir eigentlich auch Schnuppe. Dann lassen wir das einfach mit der Ansage und sage, soll mir recht sein. Ja, ich finde es gerade ein bisschen anstrengend, das jetzt auch noch mit immer einzuberechnen. Wir haben ja hier unten, guck mal, unten im Kühlschrank ist ja auch noch ganz viel Zeugs, was wir noch irgendwie einsortieren können. Auch noch ganz viel Holz, vor allem. Oh, das nehme ich mal mit. Gut. So, diese Cooking-Pötte könnte ich mal scrappen. Robert, lebst du noch? Ja, wieder. Wie bist du wieder gestorben? Genau, schon wieder gestorben, ja. Oh. Wo haben wir eigentlich die Medizin drin? Medizin müsste in einer der Truhen sein, in der rechten. Ah ja, genau. Habe ich da auch meins reingelegt. So, by the way, ich habe 141 Pfeile, also falls jemand einen Pfeil braucht, könnte ich mich dazu überreden lassen, zu teilen. Ich habe 58, ich glaube, du müsstest Robert dann mal ein paar abgeben, wenn Robert wieder da ist. Robert, bist du schon wieder gestorben? Und noch einmal. Seid froh, dass du im Haus bist. Draußen ist echt nicht zu empfehlen. Ist da gerade viel los? Robert? Ja, es lädt wieder. Ah, mal kein Winter. Sehr gut. Mal sehen, wo ich bin. Ach naja, wir haben ja auch noch ganz, ganz viele Federn und ganz viel Holz. Soll ich noch mal ein paar Pfeile craften? Dann schmeiße ich mal hier so, die Craftmaschine in Gang. Und wir haben eine Wrench. Darf ich die mir nehmen? Dann würde ich ein Auto auseinandernehmen. Dann könnten wir ja auch eine Schmiede bauen. Was? Wer auch immer sie reingepackt hat. Was denn? Hier die Wrench. Ist die vom Robert oder von dir? Muss ich gar nicht hier. Was für eine Wrench? Aus Versehen. Der Schraubenschlüssel. Der Schraubenschlüssel. Achso, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, dann nehme ich mal mit. Da habe ich nämlich gute Verwendung für. Dann können wir uns bald eine Schmiede craften. Uhaha. Schön. Ich bediene mich mal hier ein bisschen am Wasser. Dann mache ich jetzt noch ein paar Pfeile, genau. Muss man wirklich die ganze Zeit krabbeln? Ja, das hast du sehr schnell, so 5, 6, 7 Zombies vor der Bude. Und wir haben hier noch abgesichert. Wenn wir so ein bisschen was abgesichert haben, dann ist das egal. Okay. Dann können wir machen, was wir wollen, aber... Also hören die uns trampeln, oder wie? Jo. Die hören uns auch hier kochen und so Faxen. Die können uns auch riechen, wenn wir Fleisch in der Hose haben. Oh. Können uns auch noch durch viel mehr verraten. Okay.